Hallöchen, hier ist Kyoko und die Vorweihnachtszeit ist wieder da. Wundervoller Dezember. Heute der erste, beziehungsweise wenn ich das spiele, der erste, wenn ich das aufnehme, so wie ich mich kenne, nicht mehr. Gott, und ich dachte schon, habe ich jetzt direkt am Anfang vergeigt, aber gut, hier war noch Boden. Naja, und wieso plötzlich Sonic Advance? Spiele ich es nochmal? Nein, das werde ich nicht. Ich habe mir gedacht, da ich erstmal für sämtliche Konsolen nicht wirklich ein passendes Weihnachtsspiel auf Anhieb gefunden hatte, das ich spielen konnte. Ich gucke noch weiter, aber so wie gesagt, auf Anhieb war keins aufzutreiben, dass ich trotzdem ein bisschen winterliche Stimmung aufkommen lassen möchte. Mit Santa Claus Saves the Earth ist auch die Hölle der Höllen durchstanden und abgehakt. Das werde ich auch nie wieder im Leben nochmal anrühren. Und ja, Santa Claus Jr., so hieß das Spiel, habe ich ja auch schon hinter mich gebracht. Und das waren so die einzigen wirklichen GBA-Titel. Sonst gab es zwar noch diverse Hacks, aber nee. Da so ein halbfertiges, komisches Spiel spielen muss ja auch nicht sein. Naja, und dann dachte ich mir einfach, wieso nicht einfach mal nostalgisch werden und in alte Winterlevel zurückschauen. Und ja, das ist das, was ich hiermit jetzt so machen werde. Ich werde gucken, je nachdem, wie viele Tage ich das so schaffe, wirklich regelmäßig aufzunehmen und hochzuladen. Nein! Oh, es war trotzdem noch nicht das Ende. Das Spiel ist so nett. Es ist so unfassbar nett. Naja, dass ich genügend alte Level wieder besuche, Winterlevel. Darf ich vielleicht ein bisschen was erzählen, wenn es irgendwas Interessantes gibt? Naja. Ja, und hier zu Sonic Advance. Das ist die vierte Zone, Ice Mountain Zone, wie wir am Anfang ja schon hatten lesen können. Und das Spiel an sich ist 2002, den 8. März, rausgekommen und ich war da so mega gehypt drauf und es hat mich nicht im geringsten enttäuscht. Also damals hatte ich ja leider kein Mega Drive und auch kein Sega Master System und Dreamcast auch nicht und ja, konnte nie so wirklich Sonic-Spiele spielen, wenn ich nicht bei jemandem war, der einen hatte, und von der Freundin, die Schwester, hat ihren Master System verkauft und dann war erstmal aus und Gott. Ich war auf jeden Fall super glücklich, als Sonic auf den Game Boy Advance kam und ja, hab das Spiel rauf und runter gesuchtet. Von der Musik her ist dieses Level eines meiner liebsten in dem Spiel. Es gibt auch so einen richtig netten. Ach Mist, hey, jetzt kann seine Schwanzattacke nicht einsetzen hier so. Wow, und wir sind schon durch. Gott, das ist alles so mega einfach. Wenn ihr hier so durchlauft, das ist in 0, nichts durchgelaufen. Normalerweise rusht ihr geradezu komplett einmal von vorn bis hinten durch. Das ist ein bisschen anspruchslos, möchte ich mal sagen. Da sind die erst, also hat man auf jeden Fall mehr Challenge in den richtigen Sonic-Teilen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein nettes Nebenbeispiel. Naja, und zu dem Level gibt es an sich, ich hatte extra geschaut, ob es vielleicht so Trivia gibt, mit der, zu der man was sagen konnte, aber leider nicht. Nur eventuell so im Einzelnen zu Sonic Advance an sich. Naja, zum einen, warum ist das Spiel, also alle drei Teile, nicht mehr für Virtual Console gab, weil eigentlich haben die sich damals so gut verkauft und ich denke, die machen auch voll Spaß, aber hab sie halt, wie gesagt, nie im eShop oder so gesehen. Hat mich gewundert und als ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich herausgefunden, dass es daran lag, dass die Marke Sonic Advance, also Sega, wie gesagt, ist ja sowieso dran beteiligt, aber die Publisher waren ja THQ und die haben ja Pleite gemacht irgendwann und Sega hat vorher die Rechte nicht eingekauft gehabt und jetzt liegen die noch bei THQ Nordic, weil
wurden ja aufgekauft und sind ja dann zu THQ Nordic geworden. Naja, und dementsprechend wurden die auch nicht Nintendo übertragen und so gab es dann kein Remake mehr leider. Zu THQ-Zeiten, da haben sie das Spiel mal nochmal in richtig viele Collections gehauen und so. Und seit, ich glaube, Wii-Zeiten war da dann einfach gar nicht mehr. Nixe Sonic. Schade an sich. Ist wie gesagt ein nettes Spiel für zwischendurch, lässt sich auch ohne großen Frust durchspielen. Und ja, gerade mit Tails ist das dann komplett richtig, richtig, richtig leicht. Gerade für die Wasserteile, weil ich keine Lust hatte zu ertrinken und mich hier groß zu ärgern im ersten Part, habe ich jetzt Tails genommen. Man hat mit Sonic immer so einen ziemlich moderaten Schwierigkeitsgrad. Bums, bums, nochmal ein paar Mal drauf, zack. Mit Tails ist es immer am einfachsten. Oh Mann. Immerhin. Ah, nein, nein, ich brauche den noch. Oh Gott. Jetzt habe ich es, glaube ich, fast vergeigt. Oh, wow. Das war ganz schön knapp. Ich dachte, ich kriege ihn direkt auf den Kopf. Aber ja gut, okay. Es ist jetzt nicht so anspruchsvoll, wie gesagt. Eggie ist ziemlich schnell platt besiegt. Und was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ach so, ja, die Schwierigkeitsgrade. Man kann hier mit Sonic spielen, mit Tails, mit Amy und mit Knuckles. Auch sehr schön, dass die anderen Charaktere noch mit zum Zug kommen. Und ich springe erstmal drauf, wenn ich auch wirklich hier fertig mit mich verabschiede, weil es gleich ins nächste Level reingehen und das will ich ja jetzt nicht irgendwie weiterspielen. Naja, und wie gesagt, mit Tails ist immer am einfachsten, mit Sonic so mittelmäßig. Amy ist eigentlich auch recht vereinfacht, da sie auch trotzdem noch an höhere Flächen kommen kann durch ihren Pico-Pico-Hammer, weil wenn sie diese Sprungfedern damit schlägt, wird sie halt hochgeschleudert. Und Knuckles kann halt überall hochklettern. Also ich würde sagen, so die Reihenfolge einfach bis schwer, beziehungsweise einfach bis normal vom Schwierigkeitsgrad, wäre dann von Tails zu Knuckles, zu Amy und dann zu Sonic. Naja, und was ich ansonsten noch riesig geliebt habe an dem Spiel, ist der Shao Garden, aber ich glaube, da werde ich in Zukunft bestimmt noch ein paar Mal darüber reden. Naja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war der erste Part vom ersten Tag im Dezember.